Moin moin Leute und mal wieder ein herzlich willkommen auf Tellys Beauty Kanal. Nee, Spaß. Heute geht's wieder natürlich an Capri. Hab Kleinigkeiten noch verändert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als letztes gesagt habe. Auf jeden Fall den Ansaugschlauch habe ich richtig verlegt. Die Spritleitung habe ich mir jetzt hier schon, habe ich schon ausprobiert. Also hat funktioniert auf jeden Fall. Die sind dicht. Dann könnte ich hier die Säckchen darüber ziehen und befestigen. Ich habe mir aber überlegt, ich werde glaube ich die Gummischläuche, also die ganz normalen Kraftstoffleitungen, bis unten an den Unterboden legen und werde dann da diese Verbindung herstellen zu den anderen Kraftstoffleitungen. In der Zwischenzeit hatte ich mir das aber auch mal original angeguckt, wie es beim Golf 1 ist. Und da kann ich euch sagen, ist quasi genau die gleiche Verbindung. Hier ist genau so ein Kraftstoff-Plastikschlauch. Und hier ist ein ganz normaler Kraftstoff-Gummischlauch, würde ich mal jetzt sagen. Ist auch drüber gesteckt und befestigt und das hält ja auch. Also eigentlich war das gar nicht so blöd, was ich da gemacht habe, wa? So, was gibt es noch Neues? Ja, ich war viel am Arbeiten, konnte halt nicht so viel am Capri machen. Ach ja, die Felgen habe ich mal poliert. Sieht jetzt auch schon richtig gut aus, also gefällt mir richtig gut. Die inneren Flächen muss ich nochmal sauber machen, dann werde ich die mal anschleifen und werde die nochmal in Schwarzglanz lackieren. Weil das ist ja auch schon ein bisschen angegriffen und so. Ja, wie habe ich die Felgen poliert? Erst habe ich, glaube ich, mit 800er geschliffen oder 600er. Dann mit 1000er, dann mit 2000er nochmal nachgeschliffen. Habe mir dann bei eBay sowas bestellt, das sind so Polierscheiben. Ja, hab die dann einfach eingespannt in einen Akkuschrauber. Hab dann diese Chrompaste dafür benutzt. Hab das ordentlich, also nicht, ja, nicht so viel, aber punktuell hier drauf gemacht. Hab dann die ganze Zeit mit dem Akkuschrauber runden gedreht. Und das ist das Ergebnis. Klar, sieht jetzt nicht perfekt aus, wenn die Reifen ab sind, weil da müssen ja eh neue Reifen drauf. Werde ich noch die Ränder hier komplett probieren und hier ums Ventil rum. Ja, also zum Unterschied einmal so, ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, wie die Felgen vorher aussahen, bevor die poliert waren. Da hatte ich glaube ich nur 2000er Körnung Schleifpapier drüber gegangen. Klar, so eine Felge glänzt jetzt schon einen Ticken mehr, aber den also finde ich jetzt nicht so krass den Unterschied. Aber was das sofort für einen Unterschied macht, wenn man jetzt das Auto so betrachtet, wenn die Felgen mal wieder sauber sind und ein bisschen am Glänzen sind. Aber heute habe ich natürlich nicht die beliebten Arbeitssocken an, beziehungsweise doch, aber nur die rechte. Nur die rechte ist die Stahlkappensocke. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Luftfilter hat sich ja schon gezeigt, dass ich den schön verlegt hatte. Ja, bald kann es auf jeden Fall mal auf Reisen gehen, nur weiß ich nicht. Ich müsste mir eine rote Nummer klären oder so, um einfach mal eine Runde zu fahren. Weil ich glaube, seit ein paar Jahren geht das ja nicht mehr, dass man ein 5-Tages-Kennzeichen holt, ohne dass die Karre TÜV hat. Aber gut, okay, das werde ich auch noch irgendwie deichseln. Weil ich glaube, man kann ein 5-Tages-Kennzeichen nehmen, aber dann dürfte man rein theoretisch nur auf dem direkten Weg zum TÜV. Ja, Lenkrad habe ich auch montiert. Tims Autoteile. Daher hatte ich das Lenkrad, beziehungsweise meine Freundin. Die haben mir jetzt kostenfrei den Adapter für das Lenkrad nochmal neu geschickt, weil der andere ist ja gebrochen. Das hatte ich ja nochmal in einem anderen Video gezeigt. So, hab jetzt auch mal hier das befestigt. Provisorisch erstmal mit doppelseitigem Klebeband hier hinter, damit ich erstmal gucke, dass das auch passt. Hier müsste ich mir irgendwie eine Klammer besorgen, die... Das hält jetzt gut. Da müsste ich mir trotzdem eine Klammer besorgen, die über das Gewinde geht, also hier quasi rein. Und sich dann da ein bisschen fest saugt. Hier werde ich noch gucken, dass ich ein RS-Symbol oder sowas da drauf bekomme. Dass dann hier quasi RS steht. Ja, an den Gurten habe ich auch noch nicht weitergemacht. An der Seite habe ich noch nicht befestigt. Da muss ich mir die Schrauben für holen.
Weil ich habe die Schrauben leider nicht mehr und eine ist auch schon sehr verrostet. Ja, hier funktioniert es jetzt. Mal mehr, mal weniger, würde ich mal sagen, weil ja, man muss das halt 100% gerade ausgerichtet haben. Ist zwar, aber manchmal packt da die Arretierung rein. Ich weiß es auch nicht. Ach, was ich sonst noch gemacht hatte. Boah, das ist aber jetzt ein bisschen cringe. Ja, schiebt das Auto mal ein Stück vor und dann holt ich euch ab. Dann könnt ihr da auch mal ein bisschen. Dann zeige ich euch was. Was Schönes. So, der Auspuff hier unten drunter, das hat mir gar nicht gefallen, weil, also hier kommen ja die Kraftstoffleitungen raus, gehen dann über die Hinterachse da oben entlang, da kann man wahrscheinlich sehr scheiße sehen, den habe ich auf jeden Fall nochmal mit so Band eingewickelt, so Hitzeschutzband, weil das ist mir dann doch irgendwie eine Nummer zu kriminell. Ach ja, was mir gerade noch eingefallen ist, ihr könnt ja auch gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch verbessern würdet, anders machen würdet, weil da bin ich gerne für Vorschläge offen. Und ja, danke. Das war es dann mal wieder mit einem kleinen, aber feinen Video zum Fortschritt zum Capri. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sind mittlerweile schon 90 Leute. Das finde ich echt krass. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.